Scheiße genug, Mann. Da brauchst du nicht da Deswegen, nicht ja, du brauchst ein rumkasperlen. bisschen mehr Erfahrung, Aaron. Du musst Ich daran. habe genug Erfahrung in dem Nein. Spiel, Mann. Doch. Du bist unskilled as fuck. Zu Ja, komm, Deutsch. bin ich. Ungespielt. As fick. Wie fick. Es fick. Ich habe übrigens eine neue Idee, was ich auch unter anderem auf diesem Kanal hochladen könnte, außer Let's Play, also Da dieses muss ich Let's gleich Play, dazu was wir da sagen, machen. das interessiert den Großteil der Crew jetzt nicht. Nee, erzähl mal. Was willst du denn machen? Ihr wisst ja, möglicherweise wisst ihr ja, dass ich ein recht bekanntes, virales Video habe und ich habe gedacht, dass ich vielleicht eine 2.0-Version davon machen könnte. Fällt mir Funktioniert aber deine dazu Hand? überhaupt nichts richtig ein. Ja, mir fällt aber nicht so richtig ein und außerdem dauert das wahrscheinlich auch echt mega lange, das zu bauen. Deshalb dachte ich, nehme ich den ganzen Schmarrn noch einfach auf. Okay, interessiert keinen. Und am Ende habe ich das sogar fertig gebaut und kann noch ein Video machen. Ja, wegen Security System 2.0 oder so. Ey, warum komm ich? Bin beim ersten Mal bin ich da richtig smooth dran gekommen. Jetzt schaffe ich es gar nicht mehr, diesen Ja, Scheiß. das ist bei mir ganz genauso. Ich klatsch da unten auf wie so Alter, ein. weißt du, beim ersten Mal gehst du mal durch wie ein junger Gott und bei jedem Versuch, der danach folgt, wirst du jedes Mal irgendwie 3% schlechter einfach nur. Ist echt, ich kassiere irgendwie richtig wie ein. Oh, war das gemein. Die Witze-Saison ist damit eröffnet. Yay. Aha. Bist du im Game Mode? Ganz im Ernst, du? Nein. Ganz im Ernst, Alter. Du bist so ein Nein, Schmutzmann. nein. Nice. Was ist denn los, wenn das Wölfle? Wölfe? Wölfle? Wolf? Das musst du jetzt rausschneiden. Ah, hab ich noch Glück gehabt, ey. Das musst du jetzt aber rausschneiden. Was rausschneiden? Wie du mich genannt hast. Wieso? Das Ist das dein darf man nicht. Spitzname? Nein. Jonas Würfel ist halt ein Spitzname, ist halt so. Wohin sagt jetzt erstmal gar nichts. Wo war er denn? Wie hast du mich denn da runtergeschlagen? Er war halt voll nicht weit, er war gerade hier in der Leiter, was überhaupt nichts Besonderes ist. Und jetzt heute so rum den. Also, ich sag dir mal, was deine Mutter flach zu legen, das ist nichts Besonderes, Alter. Ganz im Ernst, Mann, lass mich da einfach mal diese scheiß Challenge hier machen, du Schwuchtelsohn, Alter. Ich hätte gerade Kommst du fast gesagt, angegeiert aus der letzten Ecke, ey, nur weil du dein Gammel-Internet angeschaltet hast, ey. Piss dich mal, du Nuggetfresser, Mann. Lol. Das ist doch wirklich so, ey. Wir angegeiert. Guck mal, wie er da hockt, ey, und guckt, ey. Das ist ja nur ich will nur sehen, ob Horn. Alessandro das macht oder nicht. Ja, wenn ich da gleich wieder drauf springe, kommst du wieder angewichst, ey, und haust mich wieder runter. Ich werf dich, ich schmeiß dich da nicht runter. Ach, kann man jetzt schon werfen in Minecraft, ja? Ja, die haben mich, seh dich doch schon wieder an. Das ist einfach ein Vierersprung! Ein Vierer auf der Leiter! Den habe ich aber am Anfang richtig easy gemacht. Ja, dann heul doch, Alter! Du bist trotzdem jetzt nicht weiter als wir! Du darfst nicht von Leiter zu Leiter so auf die Leiter drauf springen, sondern du musst an die Leiter springen. Das ist der Vierer nur wie so ein Dreier oder so.
Nein. Ja, der Sprung, wo Wayne gerade runtergefallen ist, ohne meine Hilfe, der ist auch richtig brutal. Nein. Was für eine Hilfe. Ja, dass sie sich irgendwie runtergeschmissen hat. Also. Ja, der ist echt verdammt schwer. Der ist brutal. Weißt du, was auch noch schwer ist? Alle Leichen von dem Terroranschlag in Paris übereinander. Hast du recht. Sind nämlich 17 Stück. Jo. Ich habe heute zufällig eine Spiegel im Spiegel gelesen. Von wegen so, ja, dass da viele sagen, dass dieser Anschlag nichts mit dem Islam zu tun hat, ne? Er ist von der US-amerikanischen Regierung inszeniert worden. Ja, natürlich, alles. Wie der 11. September oder der Anschlag auf den Boston-Marathon. Ja, aber das ist alles inszeniert worden, das war alles geplant. Ja, aber ihr seid ihr auch der Meinung, dass das nichts mit dem Islam zu tun hat? Hä, hey, ich dachte, die haben dich eh dafür, also laut Medienberichten haben sie sich ja dazu bekannt, oder nicht? Der Islam. Du bist doch ein behindertes... Nee, die Attentäter haben sich doch zu Al-Qaida oder so. Hä, was war das denn? Ja, aber ich meine, es tun halt alle so von wegen, als ob das nichts mit dem Islam und damit halt mit der Religion zu tun hätte, weißt du? Ach so. Und da steht halt schon auf dem Titelblatt vom Spiegel dann halt so, ja, das ist halt nichts. Ja, so. Stimmt. Also von wegen, falls nicht viele sagen. Da habe ich mir halt die paar Seiten dabei durchgelesen und das war ja Johann, ist halt schon true, was sie so sagen. Ja, dass das die Politik halt lesen, Mann. Ja, aber dass die Politik halt alle richtig Angst haben, sondern alles über Kriecher, die trauen sich halt nicht das auszusprechen, was halt alle denken und was halt auch irgendwie Wahrheit ist. Und zwar, dass der Anschlag nur mal religiös, also eine religiöse Intention hatte, ist also. Und ja. es ging nicht ums Christentum oder so, es ging nur um den Islam. Das heißt, das ist ein Fakt. Aber kein Politiker will das richtig zugeben. Die wollen alle so tun, als ob der Islam da nichts mehr zu tun hat, aber das hat er. Ja, das stimmt. Alter, Mann, spring doch jetzt! Ich find's nicht gut, dass wir alle Abo-Button. Ah ja, ich auch nicht. Halte ich nicht so viel von, muss ich sagen. Soll ich den Bot wieder ausschalten? Ah, mach mal. Nee, mach mal. Lass mal weiter an, aber ich finde ihn trotzdem nicht gut. Ey, lass mal weiter an, aber ich finde ihn trotzdem nicht gut. Das ist die moralische Rechtfertigung. Cola, Mörders. Ich hätte jetzt Bock auf eine Cola. Mm. Ist nämlich gut für die Zähne. Jetzt. Ja, mit Googles. Wenn du so ein paar, so für 5 Minuten oder sowas, so die Kohle im Mund behält. Wahrscheinlich lösen sich die Zähne dann echt auf, ey. Nein. Mach ich vor jedem Schlafen gehen, ey. Das härtet ab. Da steht da das halt nicht dieses, dieses Spülwasser, sondern da steht einfach eine Cola bei mir. Du meinst Listerine Mundwasser? Ja. Steht bei mir einfach eiskalte Cola. Cool. Putzt du dir richtig geil die Zähne und dann spülst du nochmal mit Cola nach. Ey. Mach einfach Cola auf. Ich schau einfach Zucker auf meine Zahnbürste. Jetzt geh doch mal weg. Ich hab da nämlich keine. Ich nehme keine Zahnpasta, sondern ich hab da so eine Sahne-Zuckermischung nochmal. Oh. Cola hinterher und dann ist mein Mund gereinigt. Ne? Ja, ist schon gut. Scheint halt zu funktionieren. Wayne's Zähne sehen tadellos aus. Ja, und mein Zahnarzt hat auch gesagt, die sind gesund. Und das ist gut für den Knochenaufbau. Ja, es ist echt gut. Stärkt die Knochen und. Also, wenn ihr dann richtig hart Zahnfleisch, Blut und sowas bekommt, das ist voll normal. Ist auch gut so. Das ist natürliche Reinigung. Ja, der Körper nochmal ein bisschen nach. Damit werden wie Bakterien, wenn dann ganz natürlich herausgespült. Das kann so 3 bis 5 Mal am Tag passieren, aber. Also wenn ihr morgens aufwacht und die ganze Fresse ist voller Blut, ihr kotzt fast Blut, wisst ihr Bescheid, ey, ist halt alles gut. Wisst ihr, die Pflege war richtig. Ach, Alter, der Sprung ist doch voll schwer, Mann. Deswegen will ich auch immer mit dem Trichter schlafen. Und natürlich Menschen mit einer Trichterbrust den klaren Vorteil, dass sie das da einfach ablassen können. Ja, das ist ziemlich gut. Und nebenbei wird natürlich noch ein bisschen Cola über Nacht reingeschippt.
Und Zucker.